Aventurin ist endlich raus und mit seinem abgehobenen, reichen Blick schaut er auf uns herunter. Aventurin ist so reich, dass selbst wenn ihr nicht für ihn cashen würdet, um ihn zu pullen, würde er für sich selber cashen, einfach weil er es kann und so abgehoben ist. Und damit hallo und herzlich willkommen zu meinem Aventurin-Guide. In diesem Video zeige ich euch, wie ihr den reichen Schnösel am besten baut und dabei gehen wir wie immer zuerst seine Spuren und sein Kit durch. Weiter schauen wir uns seine Eidolons an, seine besten Relikte und Lichtkegel dürfen auch nicht fehlen und zu guter Letzt schauen wir uns noch seine Teamcoms an. Aventurin ist der neueste 5-Sterne-Charakter vom Element Imaginär und vom Pfad der Bewahrung. Er ist meiner Meinung nach eine bessere Version von Gepard, denn er kann hervorragend dafür sorgen, dass eure Truppenmitglieder dauerhaft ein Schild haben. Nebenbei verursacht er aber auch nur etwas Schaden und er debufft Gegner. Wie ihr das maximale Potenzial aus ihm rausholen könnt, zeige ich euch in diesem Video und ich würde sagen, wir legen jetzt los. Mit seinen Standardangriffen fügt er imaginären Schaden zu, basierend auf seinem Verteidigungswert. Viel interessanter jedoch ist seine Fertigkeit, womit er dem ganzen Team für 3 Runden ein Schild gewährt in Höhe von seinem Verteidigungswert. Das Schild ist ziemlich mächtig und das Besondere daran ist auch noch, dass ihr dieses Schild insgesamt bis zu 3-mal stapeln könnt, sodass euer Team wirklich gar keinen Schaden mehr bekommt. Sein Schild hat aber auch noch weitere Besonderheiten und dafür gehen wir als nächstes einmal auf sein Talent ein. Erst einmal wird für jeden Verbündeten, der ein Schild von Aventurin hat, der Effektwiderstand um 50% erhöht, wenn ihr diese Spur auf Stufe 10 gelevelt habt. Also einfach so 50% Effektwiderstand on top für jeden Verbündeten. Ziemlich broken, würde ich sagen. Noch dazu sammelt Aventurin Stapelungen namens Blinde Wette. Jedes Mal, wenn ein Verbündeter angegriffen wird, welcher ein Schild von Aventurin besitzt, erhält er eine von 7 Stapelungen Blinde Wette, welche ihr auch unten sehen könnt. Wenn Aventurin selber angegriffen wird, erhaltet ihr sogar 2 Stapelungen. Sobald ihr die 7 Punkte Blinde Wette erreicht habt, verbraucht er diese Punkte und er führt einen Folgeangriff aus, welcher die Gegner zufällig angreift. Der Schaden vom Folgeangriff ist basierend auf seinem Verteidigungswert. Zu dem Talent gibt es noch eine passende Bonusfähigkeit, welche euch ebenfalls noch zusätzliche Punkte Blinde Wette gibt, wenn eure Truppenmitglieder einen Folgeangriff machen. Dadurch könnt ihr maximal 3 weitere Punkte generieren und sobald Aventurin wieder am Zug ist, wird der Counter zurückgesetzt. Also ihr könnt dann wieder 3 Punkte generieren durch Folgeangriffe eurer Truppenmitglieder. Außerdem kriegt ihr durch die gleiche Bonusfähigkeit auch noch ein schwächeres Schild für das Team, wenn Aventurin einen Folgeangriff ausgeführt hat. Kommen wir als nächstes zu seiner Ultimate, welche euch zufällig 1-7 Punkte Blinde Wette gibt, je nachdem wie gut ihr im Würfeln seid. Also ist tatsächlich etwas Gacha in seinem Kit mit integriert, um es in anderen Worten zu sagen. Zusätzlich verursacht er nach dem Würfeln an einem anvisierten Gegner imaginären Schaden, basierend auf seinem Verteidigungswert und ersetzt den Gegner für 3 Runden in den Status Panik. Panik solltet ihr jetzt aber nicht haben, sondern die Gegner, denn Panik ist ein Debuff, welcher dafür sorgt, dass eure Verbündete je nach Level der Spur mehr kritischen Schaden auf diesem Gegner verursachen. Habt ihr seine Ultimate auf Stufe 10 gelevelt, so erhalten Gegner mit dem Debuff Panik 15% mehr kritischen Schaden von euren Truppenmitgliedern. Weiter geht es noch mit seiner Technik, welche ebenfalls mit ein wenig Glück zu tun hat. Schließlich geht Aventurin gerne all in. Hier gibt es 3 unterschiedliche Effekte, die ihr bekommen könnt, und zwar erhöht sich die Verteidigung für die ersten 3 Runden aller Verbündeten um 24, 36 oder sogar um 60%, je nachdem welchen Effekt ihr bekommt. Falls ihr die Technik mehrmals einsetzt, wird der Effekt mit dem höchsten Wert automatisch genommen. Es gibt noch 2 Bonusfähigkeiten, die wir nicht besprochen haben. Eine gewährt den Truppenmitgliedern direkt zu Kampfbeginn ein Schild von der Fertigkeit, das heißt also, ihr startet jeden Kampf mit einer Gratisfertigkeit und selbst wenn Aventurin nicht viel Geschwindigkeit besitzt, ist euer Team also von vornherein geschützt. Und eine weitere Bonusfähigkeit erhöht seine kritische Trefferrate für jede 100 Punkte Verteidigung, die Aventurin über 1600 Verteidigungen hat, um 2% bis maximal 48% kritische Trefferrate. Da dies extrem stark auf ihm ist, wollen wir den maximalen Verteidigungswert erreichen, damit er die vollen 48% kritische Trefferrate bekommt und dafür braucht er exakt 4000 Verteidigung. Umso mehr Verteidigung Aventurin besitzt, desto stärker wird sein Schild, sein Schaden und also auch seine kritische Trefferrate. Wie wir das hinkriegen, schauen wir uns später bei den Relikten genauer an. Durch die zusätzlichen Attribute, die ihr beim Leveln bekommt, kriegt er insgesamt 10% Effektwiderstand, 30% Verteidigung und 14,4% imaginären Schadensbonus. Beim Aufleveln eurer Spuren wollt ihr definitiv sein Skill bevorzugen für ein stärkeres Schild, anschließend seine Ultimate für mehr Schaden und einen besseren Debuff, aber auch sein Talent ist mindestens genauso wichtig und den Schandangriff könnt ihr eigentlich ignorieren. Aventurin ist ein Sustain-Charakter und das Wichtigste, was er erfüllen muss, ist dafür zu sorgen, dass euer Team überlebt. Und glaubt mir, wenn ich euch sage, dass er dies auf E0 wunderbar tut. Also macht es vielleicht Sinn, mehr Jade für kommende Charaktere zu sparen oder für eure Main-DPS, denn dort lohnt sich ein Investment meiner Meinung nach mehr. Aber falls ihr ihn liebt und ihn stärker haben möchtet, will ich euch davon gar nicht abhalten. Ich pulle generell meistens nur auf E0, weil es meiner Meinung nach völlig ausreichend ist. Aber ihr müsst letztendlich selber wissen, was ihr macht und deswegen gehen wir einmal alle Eidolons durch. Die E1 erhöht den kritischen Schaden von jedem Verbündeten, welcher ein Schild von Aventurin hat, um 20%
und er aktiviert eine kostenlose Fertigkeit nach Anwendung der Spezialfähigkeit für seine Truppenmitglieder. Die E2 senkt den Widerstand aller Typen eines Ziels um 12% nach seinem Standardangriff. Die E3 erhöht die Ultimate um 2 und den Standardangriff um eine Stufe. Die E4 erhöht Aventurins Verteidigung für 2 Runden um 40%, nachdem er einen Folgeangriff gemacht hat, und es werden 3 Treffer zusätzlich gewertet. Die E5 erhöht seine Fertigkeit um 2 und sein Talent um 2 Stufen. Und zu guter Letzt die E6, welche Aventurins verursachten Schaden um 50% erhöht für jeden Verbündeten mit Schild. Also bekommt ihr nochmal insgesamt 150% mehr Schaden on top. Meiner Meinung nach sind nur die E1 und die E6 ziemlich stark, weswegen ich euch maximal die E1 empfehlen würde, da dies ein solider Teambuff ist. Alles andere finde ich zwar nett zu haben, aber es sind definitiv keine Gamechanger. Bevor wir auf die einzelnen Relikte und auch Stats eingehen, solltet ihr euch erstmal überlegen, was euch bei Aventurin am wichtigsten ist. Soll er ein reiner Schildbot sein und wollt ihr auf Damage verzichten? Oder soll er etwas mehr Schaden verursachen und dafür nicht immer sein Schild maximal aufrechthalten? Tatsächlich geht sogar beides ganz gut und letztendlich müsst ihr selber entscheiden, wie ihr ihn bauen möchtet. Es gibt viele unterschiedliche Optionen. Wie bei den Spuren bereits erklärt, ist es empfehlenswert, Aventurin auf jeden Fall auf 4000 Verteidigung zu bauen, weil er dann zusätzlich durch sein Bonusattribut 48% kritische Trefferrate bekommt. Die 4000 Verteidigung kriegt man mit bestimmten Reliktsets, Main- und Substats oder auch den richtigen Lichtkegeln ziemlich gut hin. Dadurch, dass jeder Account aber unterschiedlich ist und nicht jeder die gleichen Möglichkeiten hat, müsst ihr am Ende wirklich selber entscheiden, wie ihr ihn kombinieren wollt, damit ihr die 4000 Verteidigung erreicht. Wir gehen jetzt einmal seine besten Relikte durch und bei den Mainstats wird es sehr interessant. 4x Pioniertaucherin Toter Gewässer ist ein gutes Set für eine Hybrid-Variante, wo der verursachte Schaden etwas besser wird, wenn ihr im Team ausreichend Debuffs habt. Selbst mit diesem Set ist es natürlich möglich, auf die vorgeschlagenen 4000 Verteidigung zu kommen mit den passenden Teilen und dadurch, dass ihr dieses Set möglicherweise für eure Archon gefarmt habt, habt ihr vielleicht auch eine Menge Teile, die ihr für sie nicht verwerten konntet und vielleicht genau für Aventurin passend sind. 4x Ritterin vom Palast der Reinheit wäre eine super sichere Option. Das Set erhöht eure Verteidigung und zusätzlich nochmal die Schildmenge um 20%. Alternativ könnt ihr auch zwei Assets kombinieren von den Relikten, die ich eingeblendet habe. Nutzt da auf jeden Fall das, was ihr zur Verfügung habt. Bei der Planarsphäre ist meiner Meinung nach gebrochener Kiel die beste Option. Nicht, weil der Effektwiderstand um 10% erhöht wird, davon kriegt ihr ja eigentlich schon genug, sondern weil ihr den kritischen Schaden eurer Verbündeten um 10% erhöht könnt, wenn der Träger 30% Effektwiderstand besitzt und das habt ihr ja sowieso auf ihm durch das passive Talent. Also definitiv ein gutes Set, um euer Team zusätzlich zu buffen. Lebhaftes von Wack könnt ihr alternativ auch auf Aventurin spielen, wodurch sich seine Energiewiederherstellungsrate erhöht und bei 120 Geschwindigkeit wird seine Aktion um 40% vorgezogen, was für mehr Schilde sorgen kann. Aber auch für mehr Fertigkeitspunkte, wenn ihr dadurch insgesamt mehr Schadenangriffe ausführt. Eine letzte gute Alternative wäre noch das Penaconi-Set, welches neben Energiewiederherstellungsrate noch den Schaden aller Verbündeten vom gleichen Element bufft. Also in Kombination mit Dr. Ratio oder auch dem besseren Dunhängen ist dieses Set eine solide Option. Bei den Mainstats eurer Relikte wollt ihr auf dem Körper Verteidigung oder kritischen Schaden, auf den Füßen Verteidigung oder Geschwindigkeit, bei der Planarsphäre Verteidigung oder imaginären Schaden und auf dem Seil Verteidigung oder Energiewiederherstellungsrate. In erster Linie solltet ihr überall auf Verteidigung gehen, bis ihr die 4000 erreicht habt. Wenn ihr weit darüber hinaus seid, würde ich als erstes die Planarsphäre für einen imaginären Schadensbonus-Orb austauschen oder das Körperteil für einen kritischen Schadenteil. Macht es am besten davon abhängig, was ihr bei euch rumliegen habt. Bei den Substats achtet ihr ebenfalls auf Verteidigung Prozent, dann kritischen Schaden, Geschwindigkeit und auch noch Effektwiderstand. Schauen wir uns als nächstes die besten Lichtkegel für Aventurin an und hier habt ihr eine Menge Auswahl. An sich könnt ihr jedes Lichtkegel spielen, welches euch zusätzliche Verteidigung als Fähigkeit gibt, sowie sein eigener Lichtkegel Ungerechtes Schicksal oder auch Moment des Sieges, Konzert für zwei, Das bin ich, Der erste Tag meines Lebens und Trend des universellen Markts. Diese Lichtkegel helfen euch alle, den Wert von 4000 Verteidigung zu erreichen, falls ihr Schwierigkeiten habt, das durch die Relikte zu kriegen. Ungerechtes Schicksal gibt neben Verteidigung noch zusätzlich kritischen Schaden dazu und erhöht den Folgeangriffsschaden, was perfekt zu Aventurin passt. Gepardslichtkegel gibt einfach extrem viel Verteidigung, was euch dann gegebenenfalls erlaubt, auf den Relikten etwas offensivere Stats zu nehmen. Trend des universellen Markts kann mit dem Standardangriff einen Gegner noch zusätzlich einen Dot-Effekt übertragen, was als ein Debuff gezählt wird. Falls ihr also keine andere gelevelte Option habt oder ihr ihn mit Archon kombinieren möchtet, wäre das eine gute Wahl. Und zu guter Letzt wäre dann noch Schicksalsfaden, welche zwar den Schaden basierend auf eurem Verteidigungswert bufft, jedoch eure Verteidigung nicht erhöht. Ich hoffe, ihr habt eine gute Option für Aventurin, denn am wichtigsten ist nur, dass ihr ordentlich Verteidigung dazu bekommt. Kommen wir zu guter Letzt zu seinen besten Teamcomps und hier gibt es direkt zu Beginn einen wichtigen Tipp.
Bewährungscharaktere haben eine höhere Chance, dass sie von Gegnern als Ziel genommen werden, und mit einigen Lichtkegeln erhöht man die Wahrscheinlichkeit sogar noch mehr. Normalerweise platziert man Sustain-Charaktere meist außen deswegen, weil bei einem Angriff von Gegnern, wo benachbarte Verbündete ebenfalls etwas Schaden erleiden, können so nur 2 anstatt 3 Charaktere getroffen werden. Aventurin platziert man aber bestmöglich in die Mitte, da ihr und eure Verbündeten oft angegriffen werden wollt, um Stapelungen blinde Wette zu sammeln. Umso mehr Truppmitglieder mit Schilden angegriffen werden, desto schneller kommt ihr schließlich an die Stapelungen ran. Natürlich setzt das voraus, dass ihr immer ausreichend für Schilde sorgen könnt, denn sonst tötet ihr eure Charaktere ja meistens nur schneller damit. Aber kommen wir jetzt mal zu den Teams. Streng genommen könnt ihr Aventurin in jedes eurer Teams packen, indem ihr einen Sustain-Charakter benötigt. Aber aufgrund seines Kits hat er natürlich einige Teams, wo er zusätzlich besser reinpasst, und das wäre unter anderem in einem Team mit Dr. Ratio und Topaz. Aktuell hat so gut wie jeder neue Gegner oder Boss entweder eine Feuer- oder eine imaginäre Schwäche, was die beiden DPS-Charaktere so gut macht. Dadurch, dass Aventurin ein Debuff hat und durch seine Bonusfähigkeit mehr Punkte blinde Wette sammelt, wenn Folgeangriffe passieren, ist dieses Team nahezu wie für ihn gemacht. Topaz verbraucht wenig Fertigkeitspunkte und debufft auch, sodass Dr. Ratio mit hoher Wahrscheinlichkeit immer einen Folgeangriff ausführen kann. Für Topaz könnt ihr aber auch alternativ Welt, Silverwolf oder Pela nehmen, welche ebenfalls Debuffs erzeugen, und als Buffer eignet sich Sparkle, Tingyun, Yukong und am besten sogar Runmei. Dr. Ratio, Topaz, Runmei und Aventurin ist auf jeden Fall ein Team, welches ich sehr gerne spiele. Ein weiteres Team, welches ich noch vorschlagen will, ist ein Team mit Archeron. Es gibt bisher nicht viele Sustain-Charaktere, die zusätzlich einen Debuff verteilen können, und mit Galaga und Aventurin sind 2 neue dazugekommen, welche dies sehr gut machen können. Da Galaga aber ohne Eidolons ziemlich schwach ist meiner Meinung nach, ist Aventurin vielleicht für einige von euch die beste Lösung für euer Archeron-Team. Natürlich kriegt man die Stacks für Archeron auch ohne ihn gut zusammen, jedoch geht es mit ihm dann nun mal schneller, und meiner Meinung nach hat er ein so starkes Schild, was ein weiterer guter Vorteil ist, und zwar kann keiner von euren Verbündeten One-Hit sterben, geschweige denn sterben von einer Rotation an gegnerischen Angriffen, wenn ihr unlucky seid. Vollheilen ist immer das eine und es klappt auch super, wenn euch die Gegner nicht One-Hitten, aber ein Schild, welches sich endlos häufig stackt, lässt, kann gegen bestimmte Gegner von Vorteil sein. Neben Archeron und Aventurin im Team eignen sich dann weitere Debuffer wie Pela, Black Swan, Kafka oder Grün Eifen, und falls ihr sie mit einem Buffer kombinieren möchtet, empfehle ich Bronya oder Sparkle, damit Archeron nicht auf Geschwindigkeit angewiesen ist, sondern nur auf reinen Damage. Das waren meine Vorschläge, jetzt interessieren mich aber auch mal wieder eure Pläne und Teams, die ihr nutzen werdet. Schreibt mir gerne eure Meinung in die Kommentare, und ansonsten war es auch schon zu meinem Guide. Ich hoffe, das Video konnte euch ein wenig weiterhelfen, und ich bedanke mich wie immer recht herzlich für euren Support. Habt alle noch einen schönen Tag, bis dann, ciao.